seid wieder herzlich gegrüßt zu einer neuen Folge bei sakraler Musik vor dem Kloster, auf dem Klostergebiet. Mit Palan haben wir gesprochen, den Schlüssel für die Bibliothek haben wir bekommen, aber wir müssen ja nur mit Meister Pyroka reden. Ja, die lassen wir mal schön in Ruhe, die goldene Kelche. So, Herr Pyroka, ich habe was zu sagen. Aha. Ehre mich den sechsten Kreiser, den kann ich noch nicht. Weil ich brauche 250. Aber nur... Nee, ich habe nur 252, brauche aber 300 für den sechsten Kreis, soweit ich das weiß. Ehre mich den sechsten Kreis der Magie. Ne? Noch ist es nicht an der Zeit. Ja, genau, richtig, es ist noch nicht an der Zeit. Warum sollte ich denn jetzt noch mit Pyroka labern oder habe ich mich da jetzt vertan? Außerdem hat mich Lord André ins Kloster zu gehen, dort mit Meister Pyroka zu sprechen, da das Kloster von irgendwelchen Untoten angegriffen worden ist. Ja gut, okay, das werde ich wohl vorher gemacht. Natürlich habe ich das vorher gemacht. Er hat mir doch davon diesen Skeletten erzählt. Na, Novize. Ja, Dandulo, dann lass uns doch mal gucken, was uns erwartet. Wo ist denn eigentlich die Bibliothek gewesen? In meiner grauen Erinnerung ist das wohl hier auf der linken Seite. Willkommen, mein Sohn. Seit wann bist du Mitglied der Paladine? Noch nicht lange, ne? Noch nicht lange. Dann heiße ich dich willkommen. In diesem Kampf brauchen wir jeden Mann, der den Mut hat, sich dem Bösen entgegenzustellen. In den Händen von Männern wie dir liegt das Schicksal von uns allen. Möge Inos dir immer den nötigen Mut spenden. Jetzt kommt die Fragestunde, mal gucken. Was ist das Böse? Das Böse ist allgegenwärtig. Es ist die Kraft Belias, des ewigen Widersachers von Inos. Es ist die allumfassende Schwärze, die versucht, das heilige Licht Inos für immer zu verdunkeln. Belia ist der Herr der Dunkelheit, des Hasses und der Zerstörung. Nur diejenigen unter uns, in deren Herzen Inos heiliges Feuer lodert, werden Inos strahlendes Licht in die Welt tragen und die Dunkelheit vertreiben. So. So spruchvoll erschaffen kann ja wohl auch nur das Gleiche. Gucken wir nochmal lieber nach. Eiswelle, die habe ich ja nicht mehr. Das ist für mich auch ein sehr, 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 sehr wichtiger Spruch. Weil bei dem einen Ork-Trupp, da wollte ich die einsetzen, hatte aber keine mehr. Musste ich halt eben diesen Feuerregen benutzen. Aber wir machen mal Eiswelle. Eine Rune erschaffen. Okay, Kugelblitz, Eisblock. Ja, ich würde mal vorsichtig umgehen mit meinen Namen. Ja, 53 habe ich noch, aber Marduk sprechen wir nochmal an, und zwar, was er mir denn so noch so beibringen kann. Was kannst du mir beibringen? Deine Kampffertigkeiten kann ich dich natürlich nicht lehren. Nö. Wohl aber ist es mir möglich, dir das Wesen Inos und seiner Gaben näher zu bringen. Außerdem ist es meine Aufgabe, dich auf die Schwertweihe vorzubereiten. Oh. Und die Magie? Hier lehren wir nur unsere Magie. Die Magie der Paladine wirst du von deinem Anführer lernen müssen. Jojo, was ist denn die Schwertweihe? Ich kenne nur die Kirchweihe. Was ist die Schwertweihe? Die Schwertweihe ist eines der heiligsten Rituale der Paladine. Während dieser Zeremonie fließt Inos heilige Kraft durch die Schwertlinge des Paladins und gibt dem Schwert dadurch ungeahnte Kräfte. So ein geweihtes Schwert ist der wertvollste Besitz eines Paladins und wird ihn sein ganzes Leben lang begleiten. Was meint er wohl? Was meinst du damit? Als Inos unsere Welt verlassen musste, ließ er den Menschen einen Teil seiner göttlichen Macht. Es ist nur wenigen von uns Menschen erlaubt, sich seiner Kraft zu bedienen und in Inos Namen für Gerechtigkeit zu sorgen. Und was willst du mir näher bringen? Ich kann dich auf den richtigen Weg bringen, Inos Wesen zu erkennen und ihm zu folgen. Vielleicht später. Vielleicht später. Du bist jederzeit herzlich willkommen. Das war's. Gibt's noch Neuigkeiten? Gibt es Neuigkeiten? Ja, die gibt es. Die Orks mussten Korines räumen. So?
Interessant. Wie ist denn das gekommen? Nun, genaueres wissen wir auch nicht. Nur eins. Ein starker Krieger, der ein Gesandter Innos sein muss, war maßgeblich daran beteiligt. Du wirst sehen, schon bald werden unsere Feinde unsere Heimat wieder verlassen müssen. Herrlich, herrlich. Oh, hier gibt's sogar, ich will mein Schwert weihen. Ich gehe mal speichern, weil ich nicht weiß, was jetzt auf mich zukommen wird. Ja, Schwertweihe, Kirchweihe ist nicht nur ein Ritual, sondern auch ein Dörfchen bei Bremen. Ich will mein Schwert weihen. Wenn du dich zu diesem Schritt entschlossen hast, brauchst du zuerst eine Erzklinge. Mit dieser solltest du dich dann zum Gebet in die Kapelle zurückziehen. Während des Gebets und nach einer angemessenen Spende an unseren Herrn Innos sollst du Innos um seine Gnade und Führung im Kampf gegen das Böse bitten. Wenn Innos dir wohlgesonnen ist, wird dein Schwert von dem Moment an unserem Herrn geweiht sein. Boah. Wo bekomme ich eine Erzklinge her? Versuch es bei Harad dem Schmied. Allerdings weiß ich nicht, ob er überhaupt noch am Leben ist. Er hat Lothargens Paladine mit den Erzklingen versorgt, bevor sie ins Minental gezogen sind. Aha. Dann gucke ich mal im Off, ob ich irgendwas mit einer Erzklinge im Inventar habe. Habe ich nicht. Aber du, hast du eine Erzklinge? Für Innos, Bruder. Sergio, ja Sergio. Hey. Ah, ja, richtig. Einen Waffengefährten. Der scheint mir wohl... Innos erleucht. Ja, okay, der erscheint mir wohl ein bisschen besser. Du, Dandolo, ich muss leider dich mal wieder wegschicken. Ich gehe. Gut. Wir treffen uns. Ja, wo treffen wir uns denn? Ja, Kloster. Kannst gerne hier auf heiligen Boden warten, würde ich sagen. Ne? Okay, da okay. Er wartet im Kloster, vor dem Kloster, werden wir sowieso später sehen. Ja, Sergio, hey. Ich brauche einen guten Waffengefährten. Ich suche einen Waffengefährten. Gut, mein Bruder, ich werde dir helfen. Für Innos. Okay. Komm mit. Auf geht's. Und wie kann ich dich einstellen? Kampfverhalten. Machen wir mal auf Offensiv. Also Sergio haben wir schon mal. So, jetzt müssen wir noch gucken, wo die Bücherei war. Ich war der Meinung, die war irgendwo hier, ne? Bibliothek, genau richtig. Hier kann man nur pennen, ne? Sollten wir das eventuell... Warte mal, ich muss erstmal gucken. Warte auf mich, was er hier warte auf mich. Ich Option gehe jetzt hat. Am besten alleine weiter. Gut. So, Klosterstadt, Pass, Dämonenturm, Onershof, Leuchtturm, Taver, Flüchtlingslager zurück. Okay. Ist nicht so flexibel, aber... Innos erleuchtet. Ja, dein Pfad, genau, richtig. Hier sind ein paar Pferdchen. Pferdchen in Form von Schafen. Ah, ich wieder. Ja, jetzt sind wir hier in der Bibliothek. Jetzt sind wir endlich drinne. Und wen treffen wir hier? Karas. Was suchst du hier? Ich will nur lesen. Was ist deine Aufgabe? Mir obliegt die Ausbildung der Magier in der Kunst der sphärischen Manifestation. In was bitte? Nun, ich lehre die Kreaturen oder Wesenheiten anderer Zustände oder Sphären herbeizurufen. Für gewöhnlich spricht man von Beschwörung, obwohl dieser Ausdruck allein unzureichend ist, für die Kunst einen Diener zu rufen. Also kannst du mich in Magie ausbilden? Nun, auch wenn du ein Angehöriger des Klosters wärst, dürfte ich dich nur ausbilden, wenn Kyrika mir die Erlaubnis geben würde. Daher kann ich dir, solange dies nicht der Fall ist, leider nichts beibringen. Kannst du mir wenigstens Papier zur Herstellung von Spruchrollen verkaufen? Ja, das kann ich. Ich besitze zudem noch einige interessante Spruchrollen, die Gorax nicht hat. Ja, da wollen wir mal gern. Dann wollen wir mal gucken. Ich brauche Spruchrollen. So, nun, viel habe ich nicht mehr. Die meisten hat Kyrika bekommen, da wir diese im Kampf gegen unsere Feinde benötigen. Aber ein paar könnte ich dir noch verkaufen. Immerhin hast du uns von den Orks befreit. Und da könnte ich schon eine Ausnahme machen. Ja, dann wollen wir mal gucken, was du da für Spruchröllchen hast. Zeig mir deine Ware. Da haben wir dann mal Armee der Finsternis, Feuerregen. Ja, wie teuer? 250.
Ja, ein paar werden wir mal kaufen. Was haben wir hier? Dämon beschwören, Skelett erschaffen, Golem erwecken, hab ich. Ja, was haben wir noch alles Lustiges? Ja, ansonsten wäre nicht so freudig viel was. Oh, Kohle. Und ja, ein Telefonbuch. In Form von 1500 Blättern. Auch gut. Oh, wer bist du denn? Ach, ein Ork. Gut. Dann haben wir das auch. Was kann er mir denn an Kannst Zaubern du mir beibringen? Zauber? Da die Meister Pyrokar die Erlaubnis hat. Ja, sorry. Pyrokar-Fragen. Nicht verzagen, Pyrokar-Fragen. Ja, gibt es denn hier ein Schreibpult? Hier gibt es einen Buchständer. Der sechste Kreis. Hier gibt es eine Buchkommode. Der vierte Kreis. So, das ist jetzt wohl alles hier irgendwie. Ach, die krieg ich altes Wissen. Nein, kein altes Wissen. Obolus. Hey du. Obolus. Oh. Hallo. Ich hab da mal eine Frage. Tut mir leid, Fremder, aber ich muss mich meinen Studien widmen. Okay. Obolus, tut mir leid, das. So, haben wir denn irgendwie hier noch was zu finden? Glaube nicht, ne? Hier ist nichts drauf. Auch nichts drauf. Ich muss ja in die Katakomben runter, fällt mir gerade ein. Bibliothek ist zwar ganz gut und schön, aber... So, Buchständer. Oh, der erste Kreis. Das geht hier nur um die Magiekreise. Buchkommode. Kann ich die lesen? Ja. Aber man erstmal alles gucken. Ja. Sicherheitshalber. Und wer bist du? Hyglas. Ich bin Meister Hyglas. Hüter des Feuers und Bewahrer des Wissens. Es ist dir von Meister Pyrokar gestattet worden, die Schriften zu studieren. Dann ist es jetzt an dir, genau das zu tun. Lerne, auf dass du Erleuchtung in der Schrift findest. Was studierst du? Was studierst du, Meister? Meine Forschungen beziehen sich auf das Feuer, die Macht Innos. Es ist sein Geschenk und zugleich eine mächtige Waffe. Und ich erschaffe Spruchrollen, in denen diese Kraft ruht. Aufschlussreich. Kannst du mir das beibringen? Da Pyrokar dir erlaubt hat, das alte Wissen zu erforschen, werde ich dich unterweisen. Unterweise mich. Großer Feuersturm, Feuerball, kleiner Feuersturm. Okay, danke dir. Gibt's noch was? Was gibt's Neues? Also, ich bin mir nicht sicher, aber die derzeitige Konstellation der Gestirne birgt eine Menge Gefahren. Welche? Nun, das Gefüge zwischen den Welten scheint sehr schwach zu sein. Es bedarf nur ein Bruchteil der sonst erforderlichen Kraft, um ein Loch in dieses Gefüge zu reißen. Dämonen könnten ungehindert durch diese Portale in unsere Welt gelangen. Ein schwarzes Loch? Star Trek? Die Borg? Man weiß es nicht. Welche Dämonen so durchkommen? Okay, ich glaube, die Buchstände brauchen wir irgendwo nicht hier alle durchgucken, obwohl ich mach's sicherheitshalber nochmal. So, jetzt haben wir ein Schreibpult. Das bedeutet, ich kann jetzt Sprüche schreiben hier. Spruchrollen schreiben. Zweiter, vierter, fünfter Magiekreis. Verwandlungsspruchrolle. Nee, mal gucken hier. So, 10-mal Eiswelle. Ha, Eiswelle, jawohl. Das werde ich auch gleich mal machen. So, herrlich. Denn das ist für mich ein Sprüchlein, das richtig gut ist. Ja, es wird wieder dunkel, Herr Sergio. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo die Katakomben sind. Gucken wir noch mal nach. Am besten erstmal hier wieder mal schön gucken. Ach ja, hier wird er wahrscheinlich. Ja, da draußen steht er dann, Lolo. Okidoki, gucken wir mal ins Logo-Bogo. Und zwar unter Schergen Belias. Pyrokar berichtete mir, dass im Kloster mehrere Knochenkrieger eingedrungen sind. Anscheinend kommen diese aus den Katakomben. Er bat mich um diese Angelegenheit zu. Das machen wir doch.
Aber als erstes mal eine runde Mütze Schlaf? Hm, das mache ich jetzt mal. Und zwar werde ich einfach mal hier eine runde... Nee, Unkraut braucht man nicht. Mal gucken, ob ich einen Sergio dann wieder antreffe, wenn ich mal eine Runde geschlafen habe. Der müsste dann doch eigentlich wieder da sein, da drüben. Ach, er kommt schon auf mich zu. Auch schön. Dann speichern wir mal eine Runde ab. Ach, lange ist es her. Wo waren bloß, wo waren denn bloß die Katakomben, liebe Leute? Katakomben hat immer was von nach unten gehen zu tun. Darf mich doch hier bedienen, ne? Gut. Wunderbar. Weintrauben zum Stampfen. Lecker. Gut, so muss das sein. Gut, dass die mir alle vertrauen. Noch mehr Wein. Wein. Kessel. Kochlöffel. Und ein Kessel. Jetzt bin ich mal gespannt. Darf ich denn hier mal kochen? Nein, ich darf hier auch nicht kochen. Ich verstehe das nicht. So viele Zutaten und ich kann nichts kochen. Obwohl ich alle Gewürze gelesen habe. Alle Gerichte gelesen. Geh nicht weiter. In den Katakomben lauert der Tod. Kehr um. Ich weiß. Pyrokar gab mir den Auftrag, gegen Belias Kreaturen da unten vorzugehen. Nun gut. Dann möge Innos dich bei deiner schweren Aufgabe beschützen. Doch hüte dich. Der Feind in den Katakomben muss sehr zahlreich sein. War ich schon? Ich war im Gewölbe. Und? Was ist mit dem Feind? Dort unten sind jede Menge Knochenkrieger. Okay. Ich sagte dir ja bereits, dass der Feind zahlreich ist. Doch wenn du uns helfen willst, müssen alle Untote vernichtet werden. Hüte dich vor allem von ihren Magiern. Diese sind am gefährlichsten. Talamon, gibt's noch was? Ich war im Gewölbe, okay. Also ich war schon mal da. Das heißt also, hier geht es runter in die Katakomben. Jetzt muss ich natürlich wohl dosiert überlegen. Hier, Babbo. Heide, Babbo. War das nicht der Typ mit der Zeichnung? Damals? Ich muss mal weiter gucken. Was haben wir denn hier? Ah ja, hier kann man hier auch wieder was Chemiemäßiges. Und hier nochmal ein Schreibpult. Jo. Ja, dann schauen wir mal, ob ich dann eventuell noch was... Nee, das ist nur eine Eiswelle. Wie sieht's denn im vierten Kreis aus? Blitzschlag. Dann brauche ich noch gewisse Kenntnis über... Soll ich Untote vernichten machen? Aua. Oh, jetzt bleibe ich hier hängen. Bei diesen Weinreben. Hey du. Ich hab jetzt mir nicht gemerkt, was du hier alles machst. Mist hat er nicht. Doch, da. Okay. Ach, diese Musik, herrlich. Manchmal mag ich sakrale Musik. Und, wenn man in einer Kirche ist, in so einer richtig schönen großen Kirche, und man, na, da wollte ich jetzt nicht bin. Die sollen nicht reden und irgendwie noch was rumbrutzeln. Und man hat da wirklich eine riesen Orgel, dann ist das richtig cool. Das geht nämlich richtig bei den Bässen, also bei diesen Basspfeifen, so richtig auf den Solarplexus, also in den Angstbereich hinein. Oh, also es ist wie so eine Art Bass in einer Diskothek. Nicht, dass ich Kirchenmusik generell so super mag, aber es ist ein Erlebnis. Das muss man mal erlebt haben. Das nur halt eben so nebenbei. Gut, sie sind ein bisschen gerüstet. Ich würde mal sagen, unser Sergio ist mit dabei. Wir speichern mal ab und dann gucken wir weiter. Aber das, was im Hintergrund läuft, das ist ja eine Synthesizer-Kirchenorgel.
Mal Preset 3 oder sowas oder 53. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ach du liebes Bisschen. Okay, jetzt haut der gleich hier los, weil der auf Offensiv ist. Mhm. Gut, dass ich abgespeichert habe. Und wir haben schon mal einen. Da ist der, so einen rauchigen Typen gehört mit heiserer Stimme. Aber wo? Da ist er. Okay. Sergio, folgen wir ihm mal. Da ist er. Du weißt auch nicht, wo die sind, ne? Sergio, wo willst du hin? Hä? Kann ich ihn eigentlich ansprechen, ohne dass er... Nee. Er hält nicht an, dass ich ihn mal auf defensiv stellen könnte. Das ist jetzt dull. Hier geht's auch nicht weiter, das ist nur so ein Erker. Ah, so einer ist das. Ein Knochenmagier. Okay. Sergio? Oh. Gibt's noch welche? Oh, ich muss ihm zu... Ich muss ihm zu eilen. Oh, mein Glück. Ich krieg dich noch. Was? Warst du das, Sergio? Okay, ich muss mal abspeichern, sonst verliere ich hier völlig den Übersicht. So, das war reichlich planlos, aber irgendwie doch wirkungsvoll. Da. Oder ist einer, der schmeißt was? Da warte, du. Nein, ich dachte, ich könnte ihn abkürzen. Okay. So, gibt's hier noch eine Waffe von dem? Nee. Oh Mann! Da ist noch einer. Das sind ja gar nicht mal so unwenige. Ach, da hinten ist auch noch einer um die Ecke. Sergio, bleib mal liegen. Ich muss mal looten. Bleib mal liegen. Ist das gut. Bleib mal stehen, meine ich natürlich. Und speichern. Ich würde ihm am liebsten noch ein Getränk, aber in dem Zustand geht das nicht. Deswegen liegt es an mir. Den hier zu. Oh, und die anderen auch noch. Oh, war ja. So. Sergio, was ist mit dir? Du bleibst noch da, das ist gut. Ich bin nur ein bisschen angebrutzelt. Oh, Mann. Da ist irgendeiner, der da schießt. Das ist wahrscheinlich schon Skelettchen, meine ich. So, wenn du da hinten guckst, dann guck ich mal, was hier ist. Hier geht's auch nur so rum. Okay, hier ist nichts. Okay, bin ein bisschen angeschossen. Ach, da bist du. Der Knochenmagier, der ist auch noch am... mit Pfeil und Bogen unterwegs. Das ist ja der Hammer, Leute. Immer schön drauf. Ja, ich weiß. Ich mach das so. Oha. Was ist mit Sergio? Wo war der jetzt? Wo ist Sergio? Er war doch hier irgendwo. Also hier ist alles durch. Gut, ich blute hier voll. Dann mache ich mir hier so eine Art Hänsel- und Gretel-Pfad. Damit ich weiß, wo ich schon überall war. Tja, ich hoffe, dass der nicht kaputtnick ist, der Sergio. Ach, da ist er. Sergio, okay. Ich kann dich nicht ansprechen. Warum bloß? Erstmal werde ich mich mal frisch machen. Und Sergio, da solltest du übrigens auch dich frisch machen. Auf irgendwas ist er noch fixiert. Das ist jetzt blöd. Ist da noch... Ach, hier ist noch einer.
Da brutzeln noch drei herum. Ach, wie lustig. Die küssen die Wand. Okay, da, okay. Ach, was soll's. Ich glaube, das haben wir jetzt erledigt. Das hast du verdient, Mister. Okay. Seid jetzt endlich alle hin. Okay. So, das heißt also, der Sergio hat sozusagen hier die ganze Zeit gestanden. Oder? Ah, da ist er jetzt. So, sind wir jetzt durch, Herr Sergio. Ah, da hinten ist einer. Okay, speichern wir mal. Dann schauen wir mal. Kann ich rennen? Ja, ich kann rennen. Ob wir da mal direkt auf ihn drauf zu. Okay, läuft. Läuft nicht, läuft überhaupt nicht. Okay, Sergio, aufgepasst. Hast du dich jetzt... Ah, du hast dich auch automatisch frisch gemacht. Das ist gut. Also ich habe es mir ehrlich gesagt schwieriger vorgestellt, liebe Leute. Ich dachte, ich müsste jetzt hier diese Erzklinge irgendwie weihen. Da sind noch jede Menge. Ich werde mich mal frisch machen wieder. Mal gucken, ob ich eventuell hier diesen Knochenkrieger mit meinen Giftpfeilen beeindrucken kann. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Oha. Gut. Der kommt an. Okay. Also auch nur Nahkämpfer. Ein Mistvieh weniger. So, du einmal gehauen, ich einmal gehauen. Das ist doch super klasse gelaufen. Schauen wir mal, ob die anderen auch noch Nahkämpfer sind. Ah, er ist zum Beispiel... Oh. Er ist zum Beispiel ein... Fernschmeißer hier. Was? Schergen Belias? Das kann ich aber nicht annehmen. Ich kann doch echt nicht annehmen, dass das alles gewesen sein soll, liebe Leute. Da muss ich ins Logbuch gucken. Das dürften alle Feinde in den Katakomben gewesen sein. Ich sollte nun Talamon und Pyrokar berichten, dass die Katakomben wieder sicher sind. Ey, das war easy puppenleicht. Haben wir früher immer gesagt. Oder Babypuppenleicht. Ich glaube, in den Katakomben war ich ja vorher schon. Ich werde wohl hier nichts finden. Ansonsten verlasse ich mich auf eure Kommentare. Taris zum Beispiel. An dieser Stelle immer herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Muss ich auch schon mal sagen. Wirklich cool. Und ja, ich würde mal sagen, das wäre jetzt durch. Dann gehen wir wieder zurück. An die Oberfläche und das überspringe ich dann aber und zwar mit Sergio zusammen. Tja, jetzt habe ich den Sergio doch verloren in den Katakomben. Ist ja natürlich klar, ist so total winkelig. So, Talamon. Ich war im Gewölbe. Und? Was ist mit dem Feind? Dort unten waren jede Menge Knochenkrieger. Doch ich habe sie alle getötet. Innos sei Dank. Gut gemacht. Wir werden uns von nun an mehr mit den Gewölben beschäftigen, damit das Böse dort nicht mehr auftauchen kann. Noch was? Noch nichts. Das sieht gut aus. Oder? Nein, da habe ich einen Sprung gemacht. Es ist noch was zu tun, natürlich. Pyrokar muss ich noch berichten. Und dann wäre es das auch schon wieder. Also ich dachte, die Folge wäre jetzt total schwer. Ich habe ja sowas von Angst gehabt. Oh. So. Die Katakomben des Klosters sind wieder sauber. Innos sei Dank. Für deine uneigennützige Tat sollst du belohnt werden. Kann ich mir was aussuchen? Ich könnte noch einige Spruchrollen und Tränke gebrauchen. Tut mir leid. In diesen schweren Zeiten müssen wir mit dem wenigen, was wir haben, auskommen. Ich kann dir daher nur Gold geben. Ich dachte so an 300 Goldstücke. Jo. Na schön, nicht zu ändern. Nun ja, ich denke mal, dass ich noch einen permanenten Trank und ein paar Spruchrollen entbehren kann. Hier, nimm. Danke dir.
Ja, ich brauche natürlich... Ach, hier von den Suchenden muss ich auch noch berichten. Ich gucke aber trotzdem erstmal, mal eins nach dem anderen, wegen der permanenten Tränke. Vielleicht hat sich da irgendwie noch was eingeschlichen. Ja, 17 Mana-Essenz. Da ist einer, Elixier des Geistes. Gluck, gluck, Trank der Geschwindigkeit, egal. Wir haben ja den Ring. Außer den Knochenkriegern gibt es weitere seltsame Gegner, auf die ich gestoßen bin. Was hast du zu berichten? Ich bin von Männern in schwarzen Roben angegriffen worden. Ich weiß. Das sind die Suchenden, die wieder zurückgekehrt sind. Wer sind die Suchenden? Sie sind, wie die Knochenkrieger, Schergen der Unterwelt Belias. Nimm dich vor ihnen in Acht. Sie werden versuchen, von dir Besitz zu ergreifen. Bist du erst einmal besessen, bist du nicht mehr du selbst. Dann kann dir nur noch ein besonderer Trank helfen, den du nur bei uns im Kloster oder bei Wulfias bekommen kannst. Sei also vorsichtig. Bei Wulfias? Okay. Das war jetzt welche Quest? Da steht es, die Rückkehr der Suchenden. Pyroka erzählte mir von den suchenden Männern in schwarzen Roben, die Schergen Belias. Er warnte mich vor ihrer Fähigkeit, mich besessen zu machen. Ich soll sofort ins Kloster zurückkehren, so sollte mir das einmal passieren. Aha, die können mich also besessen machen. Liebe Freunde, dieser Modifikation. Ich darf mich verabschieden und mich recht herzlich für euer Zusehen bedanken. Und wie immer, dankbar auch für einen Kommentar und einen Daumen. Macht's gut, tschüss.